So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Basim ist unterwegs in der Stadt. Wir machen natürlich gerade noch die Nebenquests. Ihr habt das natürlich in der letzten Folge, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß es natürlich. Wir haben uns mit den Händlern beschäftigt und jetzt müssen wir den Bronzespiegel für Darwish klauen, unseren Kumpel Darwish. Und ich bin da drüben, hier ist der Ringträger. Ich kann mal Aikido rufen. Kann ich den einfach den wegklauen? Ich hoffe. Wir müssen hier übers Wasser und dann da hoch. Dann wird es schon irgendwie ergeben, denke ich mal. Ich würde gerne das erledigen, ohne groß aufsehen. Ich habe so das Gefühl, dass umso mehr ich Leute töte, umso mehr Soldaten gibt es auch in der Stadt. Und gewandter sind die alle irgendwie. So habe ich das Gefühl zumindest. Ah, bitte des Auftraggebers niemand töten. Ne, komme ich nicht hoch. Habe ich auch vor, niemanden zu töten. Wir bräuchten eine bessere Klamotte für solche Sachen, ne? Irgendwie irgendwas, was. Oh. Kann ich da vielleicht irgendwo reinlatschen? Was ist das? Nächstes Mal kriege ich dich. Ah. Nächstes Mal kriegt er uns, hat er gesagt. Ey, lass mich hoch. Manchmal hängt es ein bisschen, das Spiel. Ich muss dann mal gucken nach der Aufnahme. Jetzt. Was da Phase ist. Weil das war in den ersten Folgen nicht so. Das ist jetzt auch seit den. Es gab jetzt Update ab 1.04. Und seitdem ist er ein bisschen irgendwie. Weiß ich nicht. Ein bisschen belastet. Habe ich das Gefühl. Niemanden töten. Jetzt hätte ich den jetzt einfach umgebracht da. Aber darf ich nicht. Ich glaube, die Wünsche des Auftraggebers können wir leider nicht erfüllen. Da oben ist der Schlüsselträger. Wie soll man denn niemanden töten, wenn der Schlüsselträger Gangster ist? Da ist der Schlüsselträger. Den müssen wir uns einfach leiben. Gut, dass hier oben so viele Blumen wachsen. Jetzt geht er wieder weg, oder was? Wie schön, dich zu sehen. Willst du mich verarschen, oder was? Blöd, Mann. Was eine geile Quest, ey. Wenn ich das nur hinkriegen würde, noch, wäre das noch geiler. Seht zu, dass die Gäste zu trinken haben. Und wie soll ich dem das Ding wegnehmen? Wieso geht denn der immer wieder, Mann? Das ist doch scheiße. Wie soll ich dem das Ding wegnehmen, wenn er mich töten soll? Niemanden töten. Bitte des Auftraggebers. Ist irgendeine Anweisung dazu vielleicht? Inventory, Nachforschung, da war's. Aufträge, Details. Haupt des Bronzespiegels. Seid gegrüßt, Herr Borgner. Ein neuer Tag, ein neuer Auftrag. Es gibt einen Bronzespiegel, an dem mir sehr viel gelegen ist. Momentan befindet er sich im Hammam. Da ein Fest im Außenbereich geplant ist, wird der Hauptmann der Wache sicher dafür sorgen, dass die Badeanstalt gesperrt ist. Ich schlage vor, ihr stellt den Schlüssel, während er abgelenkt ist. Danach könnt ihr in das Innere des Bades gelangen, wo der Spiegel aufbewahrt wird, holt euch und flieht. Bringt ihn dann zur nahegelegenen Übergabestelle, euer ewig dankverpflichteter Darwish. Achso, wir klauen einfach. Taschendiebstahl. Das können wir natürlich machen. Aber ich weiß nicht, ich hätte noch speichern sollen. Bin bekloppt. Ich speichere noch mal kurz. Das war ja irgendwo im Inventar, können wir schnell speichern. Ah.
Ach, schnell speichern ist nicht verfügbar. Ich kann ich gar nicht speichern, mal sehen. Pack die Waffen doch mal weg. Wie schön, dich zu sehen. Härte! Triff dein Schöpfer! Wie soll ich das denn klauen, das Ding, sag mal? Das ist ein Witz, oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Also funktioniert es nicht. Ich würde sagen, wir laden mal kurz. Ich schaff's doch nicht. Scheiß dir in die Hose, was? Hm? Yeah. Na, eigentlich nicht, aber mein Auftraggeber will, dass ich euch nicht töte. Ihr Idioten. Dann soll ich euch alle umbringen, ihr Packer. Scheiße, Mann. Bronzespiegel, Raub, gespeichert 4, Laden durch älteren Bildstillstand 14:33, 14:42, 10 Minuten, oh Mann. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ich kann einfach mal das machen wollen, sag mal. Weil ich muss dem das Ding klauen, ohne dass ich hier jemanden töte. Ich musste irgendwie hinter den gelangen. Das wird nichts. Ich glaube, ich musste. Ich kann ja Wünsche des Auftraggebers nicht gutheißen. Oh, 300 Meter, echt. Kann ich da vielleicht eine Schnellreise hin machen? Nee, aber ich kann zum Bruderschaftshaus. Da ist nicht mehr weit. Machen wir das so. Hilfsmittel müsste ja alles noch wieder voll sein. Ich weiß nicht, ob wir müssen uns mal so eine Verkleidung zulegen, glaube ich, so eine Händlerverkleidung. Dann hätte man einfach da rein durchlaufen können, kann ich vermuten. Aber ich habe so viel Kohle nicht. 500 wollen die haben. Aber ich könnte noch mal kurz ins Bruderschaftshaus. Ich komme nicht rein, weil ich gerade einen Auftrag mache. Weil da können wir noch mal ganz kurz irgendwas verbessern. Irgendwas ging zu verbessern. 120 Meter. Das Geruckel geht mir auf den Keks, echt. Also dürfte da nichts ruckeln. Na klar, spring mal ins Wasser. Ja, manchmal verstehe ich den nicht, den Basim, ehrlich gesagt. Ort entdeckt, ha Mann. Ja, ich weiß nicht, wie ich die, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Verschaffen wir uns einen Überblick. Jo. Das Blöde ist halt, ich kann die nicht, darf die nicht umbringen, ne? Das nervt mich. Der läuft da seine Runden. Wir müssen ja an irgendeiner Stelle müssen wir den abfangen. Ich muss in irgendein Gebüsch hier, am besten in so ein Gebüsch hier rein. Aber da muss man mal hinkommen, ne? Das ist die Frage. Am besten in so ein Gebüsch rein. Du könntest es mal angucken, wie denn deine Laufwege sind. Der geht hier zu dem Gebüsch. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Wir hocken uns das Gebüsch. Und dann klauen wir das Ding aus der Tasche. Das müsste easy gehen und dann hauen wir über den Fluss ab. Und wir müssen wahrscheinlich noch irgendwo hin. Okay, wie komme ich zu dem Gebüsch? Am dümmsten, am besten durch die anderen Gebüsche hier durch. Genau. Das ist noch eine Truhe. Da sind wir. Da ist einer, hier sind überall welche, das ist echt scheiße. Am besten wir laufen drumrum. Ja, wird am besten sein. Ich glaube, da ist durch mein Schlüsselträger. Durch das Ding zu laufen macht keinen Sinn irgendwie.
Geh weg! Ja, doch gut, ich gehe ja schon. Dieses Geruckel nervt mich, was soll das, ey? Wo will er hin? Ne, so geht's nicht. Scheiße! Verkalkuliert. Wir sind irgendwie an dem Dings da vorbei. An der Wache. Hey. Was machst du denn da? Du, ich laufe nur vorbei. Ja, ja, die Fresse. Deine Mutter hat dir nichts zu suchen. Okay, wenn der Kunde herkommt, klaue ich dem das Ding weg. Er stellt sich nämlich gleich hier hin. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Kommt er nämlich angelaufen? Oh, schönes Fest machen die. Ja, schön tanzen, die Tanzi. Herrlich. Da, guck mal hier in ihrem Dings und mit ihrem Turban. Sieht so gut aus. Komm her, Ringdreher. Wie schön, dich zu sehen. Wir müssen noch den Ring ins Feuerwerk werfen hier, in Dings. Bedient euch bei den Getränken, ich bestehe darauf. Ja. Warum kann ich nicht Taschendiebstahl? Jetzt. Was? Blutel? Nein! Er will abhauen. Oh Mann! Auf. Bist du besessen? Halt dein Maul, Mann! Oh, was eine Scheiße, echt! Mach diese scheiß Waffen weg jetzt! Die dürfen niemanden umbringen! Mann, warum hat das so lange gedauert? Das verstehe ich nicht! Ja, das ist nicht ausgelöst, ne? Diesen Vorgang des Taschendiebstahls ist nicht ausgelöst. Oh, da ist ein Darwish-Artefakt. Wir warten, bis das gelbe Symbol weg ist, dann probieren wir es nochmal. So ein Scheiß, echt. Es war so gut, der Plan. Ich dachte, ich kann den Taschendiebstahl da mitnehmen. Kurz. Noch so ein Darwish-Artefakt. Scheiß drauf. Müssen wir dann mal machen. Darwish-Artefakte müssen wir mal eine extra Folge machen. Und ich muss das Geruckel aus meinem Griff kriegen. Also, ob das in OBS liegt oder an Assassin's Creed selber, muss ich dann. Das hier aus meiner letzte Folge von der Aufnahmesession hier. Oh, jetzt stürzt ab. Ja, ich hab's gewusst. Scheiße, Mann! Ah, heute läuft's richtig. Ja gut, dann laden wir mal kurz. Das dauert ja nicht lange. Haha. So. Ich hoffe, da muss die ganze Shader nicht nochmal laden. Ich weiß nicht, was da los ist jetzt gerade. Ubisoft. Oh mein Gott. It's amazing. So, komm, mach doch mal hin jetzt hier. Das dauert. Meine Güte. Ubisoft Anvil. Komm, wir essen zeitig. Es tut mir sehr leid. Ich kann nichts dafür, wenn es abstürzt.
Das hat irgendwie was mit Obi. Ich habe gerade in dem Moment einen Screenshot gemacht, weil ich fand das so cool, wie der da runtergerutscht ist. Und dann stürzt er ab. Und das macht er nicht immer. Manchmal macht er das, manchmal nicht. Ich darf keine Screenshots mehr machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das von Assassin's Creed kommt oder ob das von links kommt, ich weiß es nicht. Wir laden mal das Spiel, was haben wir denn? 48. Das geht, warte, vor 3 Minuten. Vielleicht haben wir ganz viel Glück. Oder das ist beim Abstürzen gewesen. 3 Minuten, das passt ungefähr. Das ist die Abwehr an der Parierung und das ist der schwere Angriff. Oh, Bronzespiegel, nochmal. 70 Meter. Sei meine Augen, Guido. Alles klar. Ich würde es nochmal genauso probieren, wie wir es eben gemacht haben. Ich glaube, das war die beste Variante. Wir hatten nur, ich hätte das so stehen müssen. Das war meine Schuld. Ich hoffe, wir schaffen das noch in der Folge jetzt hier. 46 Minuten sind wir jetzt bei der Aufnahmesession. Ich versuche mal so nicht mehr als eine Stunde aufzunehmen. Jo. Finde wenn dich. Ich ein Verbrecher wäre, ging ich uns auch aus dem Weg. Keine Angst vor euch. Ich werde alle umbringen. Aber mein Auftraggeber will, dass ich niemanden töte. Was kann ich denn dafür, Mann? Dieses blöde Gelaber immer von den Idioten, ey. Mann, sind die dumm. Ich gehe mal ein ganz kleines Stück noch nach vorne. So, jetzt machen wir das nochmal. Ich hoffe, das klappt jetzt. 47, ich werde mal die Zeit jetzt verlängern von der Folge. Ich kann die Zeit immer um 10 Minuten verlängern, das habe ich so reingeskriptet. Das ist ja alles, der Autodirector ist ja im Endeffekt nur ein Skript, was ich geschrieben habe. Mit so einer Script-Engine, die es da als Plugin gibt. Und ja, der macht halt gewisse Sachen, der startet die Folge und beendet die Folge, er tut die Aufnahme unterbrechen. Und ich habe die Möglichkeit, die Folge zu beenden, aber auch die Folge zu verlängern. Bedient euch bei den Getränken, ich bestehe darauf. Den Schlüssel habe ich. Jetzt zu meiner Beute. Boah. Ich sollte mehr Feste besuchen. Mann, bin ich gut. So, Beute 36 Meter. Genau, gieß mal die Pflanzen, Mann. Oh, da ist einer. Wo ist denn der Eingang davon? 28 Meter in die Richtung. Ich brauche mal Aikidos Hilfe. Und ich muss mal kurz raus aus dem Schloss. Muss wissen, wo der Eingang ist, direkt. Aber es hat so geklappt, wie ich gedacht habe, ne? Da sind wir. Wo ist denn dieser Eingang? Da, 51 Meter. Ich sehe ihn nicht, gell? Ich flieg mal ein Stück. Kommst du ein bisschen vor wie bei Ark? Ah, da unten ist er, ja? Ich hoffe, er ist unten, ich weiß es nicht. Ich gehe raus am besten.
oder? Geh ich raus oder geh ich nicht raus? Schwierig, ne? Wie schön, dich zu sehen. Nein! Lauf! Für mich reicht das. Wird nicht gelb. Ich werde dich zertreten. Hier ist niemand. Also gut. Wo bist du? Deine Stunde ist gekommen. Hilfe! Wachen! Es geht ein Mörder auf! Hierher! Hilfe schnell! Hier ist ein, ja, ich konnte es nicht ändern. Ich musste es machen. Der hat mich entdeckt. Tut mir leid wegen dem Auftraggeber, aber hey, was soll's. Das war unnötiges Blutvergießen. Ja, Mann, ich weiß. Außer ich lade jetzt nicht nochmal die Mission, da haben wir eben halt, ich kann es auch nicht ändern. Du wirst Fehler machen. Auch. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich habe dich am Leben gelassen. Okay, wir sind wieder unsichtbar. Oh. Bedient euch bei den Getränken, ich bestehe da. Na? Geh doch mal runter, Mann. Wie schön, dich zu sehen. Okay, Tür aufschließen. hier. Achso, das ist doch auch nur Männerbaden, ne, wie es war. Weiß nicht, wo ich hin muss, weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich finden irgendwo. Na, Hasenfohl, der ein bisschen Kohle, kann man gebrauchen, denke ich mal. Wie schön, dich zu sehen. Da ist verriegelt. Bedient euch bei den Getränken, ich verstehe das. Das ist mein Ausgang. Die ist verriegelt. Muss ich da irgendwie rein? Wie schön, dich zu sehen. Das ist über uns, glaube ich. Das ist wie schön, dass ich das sehen und so. Hier ist noch eine Tür. Aufriegelt. Wo ist denn dieser Dreck? Ach, da. Seh zu, dass die Gäste zu trinken haben. Behaltet euch ruhig. Okay, wo soll das sein? Allah verfluche dich! Keine Achtung für das Gesetz! Vergesst mich einfach. Eine feine Arbeit. Doch ich habe keine Zeit, sie lange zu bewundern. Da ist noch eine goldene Kiste, aber keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Hier ist, da ist die Tür. Hier ist von der anderen Seite verriegelt. Hm.
So. Und ich pfeife den mal hier rein. Und dann bringe ich den um. Ich habe ja eh schon einen umgebracht, also von daher. Ist da irgendwas? Nö. Es war an der Zeit. Das ist ein Mörder! Nehmt euch in Acht! Sie ist kein Schlachtfeld, du ungehobelter Klotz. Ja, keine Ahnung, wie man an die Dings drankommen wollen, an die Dinger. Wir haben es eh schon versaut, also von daher. Boah, wir haben einen richtig fetten Dingswert. Wir müssen weg jetzt hier. So, zwei Dinge. Wir müssen Muad'Dib finden. Das können wir mit der Welt machen. Das hat natürlich jetzt überhaupt nicht geklappt, gell? Ich würde es am liebsten nochmal neu starten, ehrlich gesagt, aber so wichtig ist mir die Quest jetzt auch nicht. So, wo müssen wir hin? Okay. Ist das hier, Dings, sein Geheimversteck schon, oder was? Ich markiere mal den Muad'Dib für Notfall. Okay. Mal gucken. Anwesen der Gelehrten. Hätte vielleicht unseren Status unten wegmachen lassen sollen. Aber ich versuche schnell zu Derwish zu kommen. Ich denke mal, dass danach ist dann der Status weg. Na, geh hoch. Was hat er denn? Aber wir haben uns eigentlich nicht schlecht geschlagen so, aber ich habe den das eine umbringen von dem einen Dings und das, der war unnötig eigentlich. Habe ich es versaut im Endeffekt. Tut mir also leid. 19 Meter, also ist hier irgendwo. Gewusst, wir hätten unseren Status wegmachen lassen sollen. Also Artefakte, aber das können wir dann beim nächsten Mal machen. Ich muss das mal die Aufnahme kurz beenden. Ich muss mir ein paar Sachen angucken hier. Hier muss es hin. Ich hoffe, die richtige Person findet es. So, Raubzug des Bronzespiegels abgeschlossen. Sehr gut. Plus zwei Fertigkeitenpunkte, die haben wir gekriegt für das Dings. Bauteile und, ach, das waren Fertigungspunkte, jetzt weiß ich das. Okay, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, da hat es ja doch noch irgendwie geklappt. Wir haben zwar, wir haben den einen getötet, wir hätten den nicht töten sollen. Aber hey, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir müssen auch quasi erstmal Assassine werden. Wir sind natürlich noch kein Meister. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.